Hallo, willkommen zu einem weiteren Teil meines Besuches auf dem Berliner Prominentenfriedhof in Charlottenburg-Wilmersdorf. Der landeseigene Friedhof Heerstraße liegt im Berliner Ortsteil Westend und ist ein Park- und Waldfriedhof mit 149.650 Quadratmeter. Er gilt als Prominentenfriedhof. Wir werden heute wieder einige Grabstätten besuchen. Begleitet mich gerne. Leonhard Steckel. Er war ein deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur. Gebürtig als Leonhard Steckel, geboren am 18. Januar 1901. Am 9. Februar 1971 starb er beim Unglück von Eitrang. 1952 brachte er am Theater am Kurfürstendamm in West-Berlin mit Kiss Me Kate das erste amerikanische Musical in Deutschland zur Aufführung. Später feierte er damit auch Erfolge in Hamburg und war in den 1950er Jahren vor allem auf Berliner und Münchner Bühnen zu sehen, ebenso wie in Bochum, Münster und Basel. Von 1958 bis 1959 leitete er das Theater am Kurfürstendamm. Was bleibt, sind meine Songs. Kommen wir nun zu Gunter Gabriel. Gunter Gabriel, geboren am 11. Juni 1942, gestorben am 22. Juni 2017. Eigentlich hieß er Günter Kasbleher. Gabriel wählte als Künstlernamen, abgeleitet vom Vornamen seiner ersten Ehefrau. Er war ein deutscher Country- und Schlagersänger, Komponist, Texter, Produzent, Synchronsprecher und Fernsehmoderator. Gunter Gabriel wuchs mit seiner jüngeren Schwester in Bünde und Kirchlengern auf. Nachdem seine Mutter vom Vater genötigt worden war, eine Abtreibung durch eine Stricknadel durchzuführen, starb sie, als Gunter 4 Jahre alt war. In seiner Kindheit erlebte er Gewalt. Gunter brach die Schule vorzeitig ab, wurde DJ und später Promoter bei einer Plattenfirma. So kam er mit verschiedenen Künstlern in Kontakt, für die er bald anfing, Lieder zu schreiben. Viele werden euch bekannt sein, doch wusstet ihr, aus welcher Feder sie stammen? Seinen ersten Song komponierte er 1970 für Norman Asko. Juliane Werding bekam den Song »Wenn du denkst, du denkst«. Für Frank Zander »Ich trink auf dein Wohl, Marie« und für Wenke Möhre schrieb er den Hit »Das wär John nie passiert« und »Ein Sonntag im Bett«. Auch für Peter Alexander, Tom Astor und die Zillertaler Schürzenjäger hatte Gunter Hits geschrieben. Schließlich bekam er mit Country Music mit Gunter Gabriel eine eigene Fernsehshow beim Bayerischen Rundfunk. 11 Tage nach seinem 75. Geburtstag verstarb Gabriel im Krankenhaus an den Folgen eines dreifachen Bruchs des ersten Halswirbels, den er sich an seinem Geburtstag bei einem Treppensturz zugezogen hatte. Am 22. Juli 2017 wurde in Hamburg eine Trauerfeier für ihn abgehalten und einen Tag später wurde er in der Ostseesee bestattet. Auf dem Friedhof hier befindet sich sein Gedenkstein.